Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es um den Unterschied von Tom Ford Oudwood und Tom Ford Oudwood Intense. Denn ich bekomme immer mal wieder Nachrichten von Zuschauern, die mein Oudwood-Video gesehen haben und mich dann fragen, hey, gibt es nicht irgendeine stärker performende Variante und wie sieht es da eigentlich mit Oudwood Intense aus? Ähneln sich die beiden Düfte und könntest du den hier auch empfehlen? Und das ist der Grund, warum ich dieses heutige Video drehe, denn Tom Ford Oudwood Intense ist wirklich eine komplett andere Hausnummer und eine komplett andere Duftkreation als der normale Oudwood. Und deshalb, genau, geht es in dem heutigen Video um die Unterschiede und vor allen Dingen auch um eine Alternative für diejenigen, die viel Geld haben und sich unbedingt sehnlich eine stärkere Variante von Oudwood wünschen. Zunächst mal, die Duftnoten bei Oudwood sind hauptsächlich Kardamom, Sandelholz, Oud und Tonkabohne. Und der Duft hat einen sehr hochwertigen, sehr transparenten, edlen und tollen Nischenduftcharakter, der sich, denke ich, vor allen Dingen an Einsteiger in dem Nischenduftsegment, der sich an die richtet. Für mich war es jedenfalls so der erste Nischenduft, den ich überhaupt probiert habe. Ist auch so die erste echte Duftrezension, die ich auf diesem Kanal hier gedreht habe. Und ich habe den seit März letzten Jahres, also März 2018, da habe ich mir den hier in der Größe 30 Milliliter geholt. Tja, und jetzt kommen wir eben zu Oudwood Intense. Und das Tolle an diesem Duft ist, beziehungsweise auch das, was einige wahrscheinlich verwirrt, ist, dass der hier wirklich eine komplett andere Duftkreation ist. Wir haben nämlich kein Kardamom, kein Sandelholz, keine Tonkabohne, sondern wir haben hier hauptsächlich Oud und Zypresse. Und dementsprechend ist er ein ganz anderer, hat einen ganz anderen Duftcharakter, während der andere oder während der normale Oudwood-Duft eher transparent und edel und so ein bisschen leichter auch ist, ist das hier ein schwerer, kühler, grüner, ein kleines bisschen an Erdöl und einen Reifenwechsel in der Autowerkstatt erinnernder Duft, der aber auf der anderen Seite nicht minder hochwertig ist wie der normale Oudwood und der vor allen Dingen für diejenigen Leute interessant ist, die sich mal einen Einblick in die Welt von echtem Oud gönnen möchten, ja, also die darauf scharf sind, mal zu riechen, wie denn echtes Oud überhaupt riecht und die sich etwas wünschen, was ein bisschen näher an dem Original dran ist. Denn zugegebenermaßen ist der normale Oudwood kein besonders starker Oud-Duft, da steht zwar Oudwood drauf, aber mit dem echten Werkstoff hat es nicht wirklich was zu tun. Und damit möchte ich vor allen Dingen mal dazu kommen, wie normales Oud denn eigentlich riecht, also wie dieser Inhaltsstoff riecht. Erstmal, falls ihr gar nicht wisst, was das ist, Oud ist eine bestimmte Art von Holz, es ist eine bestimmte Familie von Bäumen, die, wenn ihr Holz destilliert wird, eben so ein Oud-Destillat hervorbringen. Und das Tolle an Oud ist, dass dieser Stoff sehr, sehr vielfältig ist. Das heißt, so ein Destillat kann, je nachdem, was für ein konkreter Baum das ist, wo der Baum gewachsen ist, was der Baum für eine Umwelt gesehen hat und auch in welchen Gefäßen oder mit welchen Materialien oder auf welche Art und Weise das Oud dann letzten Endes destilliert worden ist, kann wirklich komplett unterschiedlich riechen. Das heißt, im Grunde genommen haben wir mit Oud, würde ich sagen, einen leicht scharfen, sehr, sehr holzigen Duft. Ja, der aber auch auf der anderen Seite durchaus florale oder aber auch fruchtige Noten haben kann und deshalb wirklich komplett unterschiedlich riechen kann. Damit wahrscheinlich auch so einer der interessantesten Inhaltsstoffe für die Parfümeurskunst ist. Und diese Eigenschaft macht Oud als reinen Parfümstoff, also man kann das Destillat beispielsweise auch hier an den Pulspunkten auftragen und das als reines Parfum nutzen, weil es genauso wie so ein Mix aus verschiedenen Inhaltsstoffen durch die Kopf-, Herz- und Basisnoten durchgeht und sich eben im Laufe der Zeit entwickelt. Dementsprechend auch übrigens, nur am Rande gesagt, unfassbar lange hält, nämlich bis zu 18 oder 19 Stunden sind da durchaus drin. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch für Parfümeure sehr interessant, weil man da unterschiedlich mit arbeiten kann und man dementsprechend eine sehr hohe Bandbreite hat von Düften, die man herstellen kann. Oudwood Intense hat deshalb als Duftcharakter diese Kombination aus Zypresse und Oud, wohl aber mit deutlichem Fokus auf der Zypresse,
denn Oud an sich ist schon ein sehr, sehr teurer Inhaltsstoff. Und auch wenn dieses Parfum mit 250 Euro für 50 Milliliter wahrscheinlich für die meisten schon deutlich zu teuer sein dürfte, ist hier dennoch nicht so mega viel Oud drin, sondern es ist nur eine begleitende Note. In der Kombination aber, wie gesagt, würzig, grün, dunkel und kühlend. Ich kenne auch keinen anderen Duft, der so riecht wie der hier. Das heißt, er hat für mich definitiv auch ein Alleinstellungsmerkmal und ist etwas für alle, die dunkle und grüne Düfte bevorzugen. Was mir an dem Oud Wood Intense besser gefällt als an dem normalen Oud Wood, sind auf jeden Fall die Aufmachung und die Haltbarkeit von dem Duft. Denn erstmal habt ihr hier natürlich diese nette Metallplakette vorne drauf, was, finde ich, viel, viel hochwertiger aussieht als der Plastiksticker, der bei allen normalen Tom Ford Düften drauf ist. Und ich finde, dass sie auch durchaus diese Metallplakette allen ihren Düften geben könnten, denn die Flakons sind im Allgemeinen deutlich minderwertiger als in derselben Preisklasse bei anderen Herstellern. Aber was auch, wie gesagt, sehr gut ist, ist die Haltbarkeit bzw. die Projektion, denn der ist tatsächlich deutlich intensiver, hält deutlich länger und projiziert auch deutlich stärker als der normale Oud Wood. Trotzdem muss ich an dieser Stelle aber auch sagen, dass ich hierfür wahrscheinlich keinen Retail bezahlt hätte. Das heißt, ich habe den Secondhand gekauft und bin darüber auch sehr glücklich. Wahrscheinlich wären sonst die 250 Euro für mich ein bisschen zu viel gewesen für das, was hier letzten Endes drinsteckt. Denn ich habe den ganz am Anfang meiner Duftreise schon mal gesampelt und fand ihn jetzt nicht so klasse, dass ich dafür 250 Euro ausgegeben hätte. Aber ich denke, im Secondhand ist der für einen sehr, sehr guten Preis zu haben und wenn ihr die Chance dazu habt, dann schlagt hier auf jeden Fall zu. Falls ihr jetzt aber noch wissen möchtet, welcher Duft dem normalen Oud Wood in seinem Duftcharakter sehr nahe kommt, aber einfach nur mehr nach Oud riecht bzw. länger hält und stärker projiziert, dann kann ich euch an dieser Stelle gerne Fragrance Dubois Oud Noir Intense empfehlen. Das ist nämlich quasi die gleiche Duft-DNA wie bei dem normalen Oud Wood, nur mit deutlich mehr Oud. Das heißt, die sind, würde ich behaupten, so zu 80% gleich, nur der hier hat eine deutlich höhere Oud-Note. Das heißt, wir haben hier auch Kardamom, Sandelholz und Tonkabohne als Duftnoten, die den Oud, die das Oud eben begleiten. Allerdings solltet ihr hierbei auf jeden Fall Geld auf der hohen Kante liegen haben, denn der ist mit über 300 Euro für 50 Milliliter auch nicht gerade preiswert und ist wirklich nur etwas für Leute, die nach einer intensiven Variante von Oud Wood suchen und das unbedingt brauchen, weil sie die DNA so, so mega gut finden. Das soll es jedenfalls mit diesem Video schon gewesen sein. Ich hoffe sehr, dass ich euch damit ein kleines bisschen weiterhelfen konnte, falls ihr euch schon mal die Frage gestellt habt, inwiefern sich diese beiden Düfte ähneln oder auch nicht. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht kennt, abonniert ihn gerne und hinterlasst mir doch gerne euren heutigen Lieblingsduft in den Kommentaren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.